Das Neue Palais ist das größte Schloss des preußischen Königs Friedrich des Großen. Und trotzdem ist es relativ unbekannt. Die meisten Touristen besichtigen nur sein kleines Lustschlösschen Sanssouci auf der anderen Seite dieses Parks. Und genau deshalb schauen wir uns jetzt das Neue Palais mal genauer an. Friedrich der Große ließ das Barockschloss nach dem Siebenjährigen Krieg errichten, von 1763 bis 1769, in nur 6,5 Jahren Bauzeit. Er bezeichnete es als Fanfaronnade, also Prahlerei, und für diesen Zweck ließ er es auch bauen. Er wollte damit zeigen, dass Preußen nach wie vor eine Großmacht war. Er selbst hielt sich nur selten im neuen Palais auf, stattdessen wurden hier seine Gäste untergebracht. Beeindruckend ist der Grottensaal mit über 20.000 Mineralien und Versteinerungen. Besonders kunstvoll ist der Steinboden. Er soll an einen Meeresboden erinnern. Direkt über dem Grottensaal befindet sich dieser fantastische Marmorsaal hier. Er ist 600 Quadratmeter groß und 16 Meter hoch. Es ist ein Wunder, dass er noch nicht eingebrochen ist, denn er liegt freischwebend nur auf Holzbalken. Und das, obwohl hier 95 Tonnen Marmor verarbeitet sind. Besucher wie ich dürfen deshalb auch nur über diese Glasstege hier laufen. Im Tressenzimmer speisten einst die edlen Herren und Damen. Die Tapete ist noch im Original, sie ist 250 Jahre alt. Für gewöhnlich bekamen Gäste nur zwei Räume in einem Schloss. Das neue Palais ist aber so groß, dass jeder 10 Räume zugesprochen bekam. Dabei ist ein Raum schon so groß wie ein Einfamilienhaus. Das ist die Rückseite des neuen Palais. Dieser Platz hier wurde früher für große Veranstaltungen und Militärzeremonien genutzt. Wenn Sie in Potsdam sind, besuchen Sie nicht nur Schloss Sanssouci, sondern planen Sie auch das neue Palais ein. Es lohnt sich wirklich.